Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sauspielfrust 2. Natürlich, was denn sonst, ich habe mich gerade irgendwie aufgehangen. Letztes Mal war ja Mustafa dran, jetzt ist Camino dran, wie immer. Und unsere Lieblingsklasse als Bild. Also meine Lieblingsklasse. Fuck. Muss ich auch mal vor. Alle Klassen durchspielen, damit ihr es mal seht. Also. Boba Fett. Ist meine Schuld. Uff, hat's gemacht. So, der imperiale Marsch im Hintergrund, ne? Hier saßen, oder das ist auch einer der Orte, wo Obi-Wan und der, wie ist er nochmal? Der Kloner, saß, wo dann die Dings kam, die Madame, keine Ahnung, wie die hieß. Ihr würdet doch einen Bruder nicht töten, oder? So perfekt, dass die Antwort kommt. Ja, Buffett ist auch ein Klon. Er war der Sohn von. Ist das Chatback nicht gegangen? Oh nee! Stimmt, weil ich ja das Teil hatte. Ah, fuck. Achso, ja, wir kämpfen jetzt ja gegen die Klon-Trooper. Wegen Kamino wollte nicht Imperium. Deshalb müssen. Kann er dort ein Saft? Tatsächlich. Das ist normale Plastergewehr. Das ist. So langsam reicht es mir auch mal, dass sie dort auf mich schießen. Ich meine, wie würdet ihr euch finden, wenn eure Teamkameraden auf euch schießen würden? Entweder ob da jemand sagt, oh ja, danke, dass du auf mich schießt, komm, schießt weiter. Ich glaube, ich probiere jetzt mal das ganze Level hier nur mit den Stormtrooper zu schaffen. Wir sind auch nachher die, die, ich wollte gerade sagen, das Schiff von der Prinzessin Leia angreifen. Die Tente 4. Vor. Freue ich mich auch schon, das ist nämlich richtig cool. Ist einfach aus alle Details bedacht. Ja, das ist für mich auch so ein bisschen die suchenden Raketen aus dem ersten Film. Ja, genau.
aus dem letzten Teil von Battlefront. Die dann so, wenn man. Was war das? Nicht im Ernst. Was war das? Ist ein imperiales Shuttle und bist du scheiß Kanonenboot. Ups, war keine Absicht, aber der Kanonenboot gleich hinten hochkommt, hol ich zum Himmel. Wo kommt es denn? Der zielt auch immer so lange, bis er schießt. Mein Fehler. War beabsichtigt. Oh. Mitten im Gebiet. Granate kommt immer schon gut an. Das wird doch keine Gefahr mehr darstellen. Und jetzt zerstört man dann auch den Tank, was der kriegt. Der Magic Sniper da. Ich glaube, ich mich einfach dann. Ein U-Boot müsste eigentlich hinten rumfliegen, aber das kommt irgendwie dann von dort. Boba Fett. You know your objectives. Destroy the computers keeping the Kaminoans clone pods alive before they kill or traitorous anti-troopers. Oh, aber das muss ich schon mal ausprobieren. Boom! Im Prinzip fast. Was? Kommt man hier nicht rein? Hm. Oh! Das ist die Commandos. Der Kommando. Kommandar soll das sein. Das ist auch nicht so über.
der Rollen fliegt auch von der Sprintenergie ab. Das ist irgendwie meiner Meinung nach schon ein bisschen sinnlos ist. Boom. Boom. Der läuft nicht mit mir an. Nee. Ist gerade weg für Deutsch. Zwei Kampfschiffe muss ich also zerstören. Moment mal, zwei. Meins. Boom. Das heißt, es ist eine Falle, ne? So, der Admiral Akbar in die Rücke der Jedi-Ritter. Star Wars. Ja, guck dir die Ritter. Toll! Und. Ich glaube, ich hänge noch eine Folge dran. Jetzt sind wir im Death Star. Da. Wir spielen jetzt auch mal den da. Also. Nee. Da stand gerade sogar, dass wir uns mit dem Rest der ersten Region treffen müssen. Sollen. Auch den Sniper. Weil ich schon weiß, was gleich kommt. Haha, ihr nicht. Roll. Rebel forces are converging on Hangar 84G. We cannot allow any of them to escape. Defend the hangar. Squash the scum. Sind Rebellenschmuggler. Die haben auch eine fucking Schrotflinte. Also das sind die Schrotflinten. Trooper. Boom. Hier sind die Rebellen-Sniper auch noch Frauen. Dagegen, aber weil ich es ja im ersten Teil angesprochen habe, dass die Rebellen-Sniper Frauen sind. In Battlefront 3 hat es dann aber wiederum geändert. Das ist gut. Da kann man dann seine Klasse auswählen, ob Mann oder Frau. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert, wenn ich dann die ganze Zeit mit Weinchen aus der Tür. Mit meinen Kumpels Stock und sind dann halt als Männer und ich renne dann da durch und mach dann alle platt und dann ab und zu ist es auch irritierend, denn ich dann denke, ja, gut. Ist dein Ernst? Jetzt wäre ich schon geschockt. So, kein Wortspiel. Was könnt ihr eigentlich? Gar nichts, die meint dem Shuttle nicht mal Schaden. Fuck, danke.
Das ist jetzt der Gefangenen. Block und das sind die Panzertüren. Diese auch schließen oder. Und da kam die Schrotflinte wieder. Fuck. Ich muss auch ausrasten. Ich mach dann einfach mal nichts mehr mit Faustkampf. Warum schaut man auch in der Rolle so eine. Der Luft so eine geile Rolle machen kann. Ich noch einen Anfall. Ah, nee, Quatsch, umgekehrt, vergiss es, was ich gerade gesagt habe, dass das die Schmuggler sind. Die Wookies sind die Schmuggler und die, Ben, wo ich gesagt habe, sind die Schmuggler. Der in der Endor-Rüstung, das ist eigentlich der, Ingenieur. Nein, bleib stehen! Hab ihn. Meins. Als ob. Wer gibt denn jetzt? Schieße ich jemand anderen ab, den ich will. Boah. Ohne Spaß. Ja. Ich benutze so einen richtigen Psychopathen bei dem Spiel. Den ich gerade abgeknallt habe. Guck mal, die fassen erst mit Granaten voll und so ein Scheiß. Der heißt ja Rebellenschmuggler. Aber er ist eigentlich der Ingenieur. Ingenieur, ja. Well done. The plans have been secured. The prisoners have captured the fire control room. Also ich stimme gar nicht durch. Jetpack könnte ich durch. Hau schon noch freigeschaltet, oder? Wer sitzt da auch am Rand, also. So geht das. Weil ich eigentlich diese Waffe hasse. Die schießt so Elektrofox aus. Und auch wenn man mit denen auf den Kopf schießt, das ist nicht derselbe Effekt wie bei einem Headshot. Und die Wookies muss man halt irgendwie teilweise 4-5 mal abschießen. Weil diese Abstauber da! Man kommt nicht mal so weit. Headshot war das.
Fickt euch. Bis jetzt einfach auf den altmodischen Weg. Oder. Fuck. Nichts mehr funktioniert heute. Mann, da muss man halt hier losgehen. In Reaktorkehr. Es kommt hier in Videos, also in so Spielen halt. Schaffe ich Jump'n'Runs? Also eher Jumps. In die Müllpresse. Fuck! Ich wusste, dass es etwas gab. Ich wusste nicht mehr, dass es auch aktiviert wurde. So, jetzt müsste es eigentlich aufhören. Hä? Egal. Das heißt nicht hell, das heißt wie bitte. Von selbst korrigieren. Ich kann von sehen. Achso, weil der Frost anliegt, ist man ja auch hier. Also. Das heißt, ich kann nicht so gut angehört. Und gleich krieg ich wieder Schrot in die Fresse da. Achso, nee, das ist ja bei mir. Willst du mich mal ein bisschen heilen? Nee, lass gut sein, der Simon schafft es schon alleine. The fire control room is ours. The rebels have infiltrated hangar 85G and are preparing to escape in one of the shuttles. Get to the hangar and take out that shuttle before it takes off. Danke. Wenn auch ein bisschen zu spät. Besser als gar nichts. Hobbler, mein Fehler. Peniskopf da hinten. Sag nichts mehr dazu. Wow. Und ich hatte dafür auch noch so eine Beschenkung, das ist ja das. Mann! Scheiß Krüppel, ey. Ihr seid schon so. Und warum rennen die Stormtrooper alle da runter? Sind wir auch schief gelaufen. Schau dir das aus dem Kopf. Okay, überlebt eine Granate. Auch irgendwo die. Oh, das wäre doch stimmt. Mann!
Scheiße, da hab ich den Kommandoposten noch. Doppelstochelstück. Nee, Mann! Klar, die Bookies schalten natürlich alles aus. Dann brauchen wir wieder eine neue Granate. Nicht im Ernst. Fickmische scheiß Rebellen. Du bist jetzt. Meisten 3-4 Stunden Part raus. Mal länger zu tun hat, wenn ich verreck. Attention, Hangar 84G. There is a prison riot in progress. The contingent of the 501st is inbound from an exterior inspection. Join up with the squad mates in the hangar. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab schon ein Level übersprungen. Rebel forces are converging on Hangar 84G. We cannot allow any of them to escape. Defend the hangar. Ohne Spaß. Gut, schon ein bisschen Anfall hier. Ich bin einfach so. Der Minimap, damit ich schon gleich da unten hingehen kann. Wenn ihr fucking Shuttle ankommt. Kann ich überhaupt schon durch. Ah, ne. Also immer wenn ich verliere, dann wieder neu probiere, ist immer besser eigentlich. Bleib mal stehen! Erobert ihn doch zurück! Wann hat denn Daniel fucking Shuttle? Hangar 84G is secure. The riot originated in cell block 2180. Get up there and secure that cell block. Wenn ich stehe, ich habe 5 oder 6 von diesen. Ich hab keine Lust mehr drauf. Die Theorie noch einfach da lang gehen und schon alle Kommando posten. Komisch, jetzt bei den Rebellen sind die Sniper, aber jetzt Frau, bei Männer.
Und jetzt werfen wir ein paar Päckchen raus. Muss ich umnehmen, bis es droppst. Ich muss gerade jetzt haben. Guck mal, die Pistole von ihm hat aber viel mehr Damage. Werf doch! Es heißt gleich wieder, das ist 100%ig du, das ist der Simon, so wie immer. Warum hilft er denn nicht? Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Krieg schon Depression hier. Gar nicht so. Kämpf. Ich bin jetzt das Wähler, ich lasse meine Wut an denen. Aus, wenn sie versagen oder nichts machen. Wie kann ich die Schrotflinte von hier hinten treffen? Ich darf snipern. Durch das Frisbeier nicht passt. Ich kann mir auch keinen guten Spusch reißen. Wir müssen es schaffen. The rebels have infiltrated hangar 85G and are preparing to escape in one of the shuttles. Get to the hangar and take out that shuttle before it takes off. Ja, mich bufft beim nächsten Mal auch. Stimmt, wir legen ja einfach die Landmine aus. Komisch, wir sind hier auch keine gespawnt. Weil wir schon zu wenige Truppen hatten. Jetzt trifft sich der direkt in die Fresse, oder? Jetzt hasse ich Schrotflinten. In jedem Game. Ja komm, ihr gebt mir Deckung und ich zerstöre das Schiff.
Eigentlich ist hier ein Shuttle der Lambo-Klasse, ne, aber das weiß halt niemand. Komm, bevor die mich treffen. Ein Schuss noch, der muss sitzen. Komm. Putz! Hab ich gewonnen. Oh mein Arsch, Ficker da. Also ist doch ein Jedi mitgekommen. Soll ich mal probieren zu snipen jetzt? Probieren, nichts geht über Studium. Hahaha. Du reinte Simon, da kann er ja richtig. Die ist nicht allen Ernstes eine Rakete geschossen. Ein. In einem grünen Raum hat eine Rakete geschossen. Gegen die Wand. Wir gewinnen! Gewonnen. Warte, ist jetzt eine drei. Achso, jetzt sind drei Viertelstunden. After the embarrassment of the prison break, Lord Vader removed us from our comfortable belay and began dragging the 501st across the galaxy in a dangerous hunt for the now missing Death Star plans. Ironically, achso, ja, der Todesstern, wenn er zerstört wird, das Imperium rächt sich ja dann auf Yavin 4. Und es waren sehr viele, also eigentlich fast nur Mitglieder der 501. Legion im Todesstern drinne. Das heißt, Vaders Leute, so Vaders Legion und komisch, dass wir nur diese paar Leute waren immer. Keine Ahnung. Safe. Es kommt doch. Zahl. Nee, doch nicht. So bleibt's. Leute, aber davon erstmal. Danke fürs Zusehen. Oh nee, ist noch keine Treffelstunde. Egal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und. Oh, ist ja schon noch angerufen. Professionell hier bei mir. Ach, wer kann es wohl sagen? Egal, also dann. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.